ich meine, wie der dann aufgeht. Also nicht, das ist eine Gaskartusche. Eine Gaskartusche. Ah, die muss ja raus. Die kann ich dir zeigen. Genau, ja, die ist von Minerva. Sobald er einmal ausgelöst worden ist, fällt die Kartusche aus, halten den Airbag wieder ein. Dann können wir. Super, okay. Genau. Wir haben auch hier den Rückenprotektor drin. Der Rückenprotektor wird im Fall eines Sturzes auch kostenfrei. Wie viel liegt denn der ganze Rucksack? Der Rucksack wiegt 2100 Akku. Ein Interstuntman. Ja, ich werde hier gleich auslösen. Nicht stürzen, aber wir machen eine Fernauslösung. Soll ich sicherheitshalber doch, weil das erste Mal machen einen Sanitäter rum der Notfälle, weil sie nicht das Ding ins Gesicht hauen. Brauchen wir nicht. Also nicht wie beim Auto-Airbag. Nein. Alles gut. Legt sie nur um den Schultergürtel und den Hals. Werden es gleich sehen. In ungefähr 3 Minuten wird es hier aufgeblasen, um die Schultern liegen. Deswegen sind wir da und bin noch rechtzeitig gekommen. Der Dame hat ein bisschen zu. Perfekt. Und es wird spannend. Ich werde mich jetzt hier gleich in die Mitte stellen, auf ein kleines Podest, und dann kann man alles wunderbar beobachten. Genau, Podest, dann muss ich nicht so weit hochgehen. Genau. Da sind wir gespannt, wie oft haben Sie das schon gemacht? Boah, ja, jeden Tag 3-mal jetzt die Messe. Und natürlich noch hunderte Male ist in den ganzen Knall Programm. Ist so laut, dass er Ihr Ohr schädigen könnte? Nein. Weil ein normaler Airbag kann das schon mal wieder abholen. Ja, aber so laut ist es nicht. Es ist laut, man hört es. Es gibt einen kleinen Knall, werden wir auch gleich feststellen. Aber es ist absolut in Ordnung. Ja, dann sind wir jetzt gespannt, ob ich extra noch da geblieben, weil es ist heute der Leopold-Chor. Oh ja. Und da müssen wir natürlich hin, aber jetzt schauen wir uns natürlich jeden Knaller an. Super, machen wir gleich. Ich baue mir das Podest. Also, was wir hier tun werden, die Firma Evoc hier aus München hat einen hochinnovativen Rucksack entwickelt mit einem integrierten Airbag-System. Das ist genau der hier. Dieser Rucksack hat 6 Sensoren, die messen permanent, wie ich mich bewege auf dem Fahrer. Im Fall eines Sturzes löst dieser Rucksack automatisch einen Airbag aus. Und es geht so rasend schnell, das können Sie gar nicht sehen, das werden Sie nur hören. Also, wenn Sie das filmen wollen, Handys raus, Slow-Mo, dann kann man es ein bisschen nachvollziehen. Aber es rasend schnell, 0,2 Sekunden, 42 Sekunden dauert das Ganze. Und ich werde jetzt mich nicht hier im Purzelbaum hinunterstürzen, sondern wir können es auch fernauslösen. Das werden wir jetzt demonstrieren. Wenn jemand von Ihnen möchte, es tut nicht weh. Es ist auch nicht so laut, dass man irgendwie Schädigung kriegt. Keine Sorge, es gibt einen leichten Knall, ja. Aber es macht überhaupt nichts. Also wer möchte, kann diesen Rucksack aufsetzen. Freiwillige vor, jawohl. Haben wir schon jemanden? Und die gehen alle gleichzeitig los dann? Nein, also nur diese Person. Nur diese Person, genau. Einmal hier draufsteigen. Du darfst gerne draufsteigen. Genau. Ja, so. Den legen wir einmal an. So. Wichtig ist natürlich, dass sämtliche Gurte ordentlich verschlossen sind. Mach das jetzt mal so. Das darfst du, ja. Okay. Natürlich auch der Schultergurt, dass der gut sitzt. Magic Moment. Damit das Ganze funktioniert, muss ich das System aktivieren, und es funktioniert mit dieser Magnetschnalle. Perfekt. Kurzer Systemcheck in Rot. Jetzt blinkt dieses Licht gleich grün. Das heißt, das System ist jetzt scharf geschaltet. Kann mich also jetzt mit dem Fahrrad durch die Stadt begeben. Alles wunderbar. Und auf einmal steht da ein Auto mitten im Weg. Ich kann nicht mehr bremsen und ich mache diese Überschlagsbewegung. Der Kollege sagt Bescheid, wenn er soweit ist. Okay? Ich bin auch bereit. Auch bereit, wunderbar. Dann zählen wir runter. 3, 2, 1. Da ist was kaputt. Da hat er ausgelöst. Genau. Das haben wir jetzt auch so noch nicht erlebt. Also der Ballon springt da raus.